Wir wurden gerade gehackt. Könnte schlimmer sein als bei Snowden. Die Gesichtserkennung meldet einen Treffer. Oh mein Gott, das ist Jason Bourne. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pöhner. Achso, jetzt soll ich gar nicht machen. Ach, sehr ulkig, ja. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche natürlich ganz klar, Jason Bourne. Warum taucht er jetzt wieder auf? Er ist wieder da, der James-Bond-Kino-Konkurrent Jason Bourne, alias Matt Damon. Seit 2002 ist er auf harter Amnesie-Pirsch, war er dreimal in temporeicher Blockbuster-Aktion. Zuletzt ersetzt ihn 2012 Jeremy Renner in Das Bourne-Vermächtnis. Doch mit dem Original tritt auch wieder diese spezielle Bourne-Stimmung zutage. Heiß, heißer, am heißesten. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Alles wegen einer Lüge. Kaum hat sich Jason Bourne wieder in der Öffentlichkeit gezeigt, stehen auch sofort wieder seine CIA-Feinde auf der Angriffsmatte. Schließlich, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlag ich dir die Fresse ein. Kein Mensch kann Bourne zurückholen. Ihr hilft bloß, ihn auszuschalten. Der neue mächtige CIA-Boss Robert Dewey, gespielt vom einmal mehr brillanten Tommy Lee Jones. Er möchte auf gar keinen Fall, dass Bourne endgültig herauskriegt, was einst passierte, was sie beim CIA mit ihm angestellt haben. Also wie sie ihn damals illegal zu einer menschlichen, also amtlichen Killermaschine umgepolt und heimlich weltweit eingesetzt haben. Diese Information darf nie in die Öffentlichkeit. Allerdings, eigentlich bräuchte man heutzutage mehr denn je solch einen eiskalten Krieger. Auf der Welt herrscht Krieg. Wir brauchen die perfekte Waffe. 1984, George Orwells diktatorisches Schreckensszenario, ist längst schweinereal, signalisiert der neue Bourne-Film. Die weltweite Überwachung wurde technisch längst perfektioniert. Keiner kann eigentlich der amerikanischen oder dem amerikanischen Kontrollsystem mehr entkommen. Eigentlich, beziehungsweise bis eben auf Jason Bourne. Diese Jagd in Las Vegas gehört schließlich zum Action-Schärfsten, was das Kino derzeit anbietet. Sagenhaft, zum Staunen irre. Fazit? Der fünfte Bourne-Film, Titel Jason Bourne, knallt mächtig gut an die Birne, setzt einmal mehr furiose Spannungszeichen, besitzt einen stimmigen wie stimmungsvollen Sog der Genre-Extraklasse. 4,5 Pönis. Kari! Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Meine aktuellen Filmkritiken findet ihr wie immer auf www.pönack.de. In der nächsten Woche begrüßen wir filmisch Captain Fantastic. Und jetzt habe ich noch ein Leckerli für euch. Seit 14 Jahren ist er als Jason Bourne unterwegs. Was in seinen 3 Bourne-Filmen vorher alles so passierte, fasst Matt Damon, inzwischen sportive 45 Jahre jung, ironisch informativ zusammen. Ein toller Beitrag. Ich verabschiede mich. Ciao. Okay, ihr wollt wissen, was ihr wissen müsst, bevor ihr Jason Bourne seht? Also, es geht los. Alles beginnt damit, dass ich im Mittelmeer treibe, angeschossen, ohne Erinnerung. In meiner Hüfte steckt ein Bankcode und schon bin ich in Zürich und hole Agentenzeug aus einem Bankschließfach. Die Schurken des geheimen Regierungsprogramms Treadstone erfahren, dass ich lebe. Der deutschen Marie zahle ich $20,000, um mich nach Paris zu bringen, wo ich einen Killer mit einem Stift fertig mache. Er springt aus dem Fenster. Seine Entscheidung, haben alle gesehen. Nach einer irren Verfolgungsjagd fahren wir durch Frankreich. Ich erschieße Clive Owen und telefoniere mit Chris Cooper, um zu kündigen. Doch er will nichts davon wissen und ich muss zurück nach Paris, gerate in eine Schießerei und fliehe durchs Treppenhaus. Brian Cox lässt Chris Cooper töten und ich lande an einem Strand mit Marie. Ende gut, alles gut. Doch 2 Jahre später in Indien fliehe ich vor einem Russen, der mich umbringen will und Marie schließlich tötet. Ich bin super wütend, reise nach Berlin über Neapel und München, um Joan Allen zu sagen, dass ich unschuldig bin. Ich erinnere mich wieder, einen russischen Politiker umgebracht zu haben, aber zwinge Brian Cox zuzugeben, dass er dahinter steckte. Wie clever. In Moskau gestehe ich der Tochter des Politikers, dass ich ihre Eltern umgebracht habe, nachdem ich mich an den Mördern von Marie gerecht habe. Bourne vergisst nie. Doch es stellt sich heraus, dass Treadstone nichts ist gegen Blackbriar. Von London reise ich nach Madrid, um einen CIA-Informanten zu treffen, aber er wird schon in Tanger in die Luft gejagt. Ich erwürge den Attentäter in einem weiteren epischen Faustkampf, dann reise ich nach New York, um das mit Blackbriar zu klären. Mit gestohlenen Akten konfrontiere ich Albert Finney, übergebe Joan Allen den Blackbriar-Müll und springe ins Wasser und werde für tot erklärt. Puh, ich denke, das reicht. Jetzt seid ihr bereit für Jason Bourne, ab 11. August im Kino.